So langsam aber sicher nähern wir uns der Winterzeit. Das bedeutet, wir brauchen wieder Winterjacken. Ich war für euch auf Amazon unterwegs, um zu schauen, was für Winterjacken Amazon gerade aktuell im Portfolio hat. Ich habe das Video in 4 verschiedenen Kategorien unterteilt und zu jeder Kategorie zeige ich euch heute meinen Top-Pick als auch verschiedene Alternativen. Und falls ihr euch fragt, wie groß ich bin und welche Größe ich bestellt habe, ich bin 1,90 Meter groß, 85 Kilo schwer und habe immer die Größe L bestellt. Starten wir mit der ersten Kategorie und zwar die Kategorie unter 100 Euro. Und ich muss ehrlich gestehen, ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt was in dieser Kategorie finde, aber ich bin fündig geworden und zwar habe ich eine sehr gute Jacke gefunden von der Marke Urban Classics. Eine schwarze, dunkle Puffer-Jacket mit Kapuze, die tatsächlich für 50 Euro super wertig ist. Also für 50 Euro, da kann man wirklich gar nichts sagen. Absolute Kaufempfehlung, sieht sehr gut aus. Damit kann man definitiv nichts falsch machen. Weitere Alternativen in der Kategorie unter 100 Euro, zum Beispiel diese Jacke hier. Ein Anorak von Jack & Jones mit verdeckter Fronttasche und verdeckter Knopfleiste zum Drüberziehen. Wirklich eine gute Alternative. Ein Daunenmantel von Nike, der sehr lang geschnitten ist und wasserabweisend, was natürlich für den Winter auch sehr gut ist. Und zu guter Letzt ein Parka von Solid, der tatsächlich auch unter 100 Euro verfügbar ist, mit einer Teddy-Kapuze, eine gute Alternative zu einer Pelzkapuze. Wir sind in Kategorie 2 angekommen und zwar in der Kategorie zwischen 100 und 200 Euro. Und ich muss sagen, hier habe ich wirklich eine hervorragende Winterjacke gefunden von der Marke G-Star. Ein klassischer Parka, der aber irgendwie ein bisschen stylischer ist, der hier und da einfach ein paar Besonderheiten hat und vor allen Dingen sehr, sehr viele Taschen. Vor allen Dingen die Wertigkeit dieser Jacke ist mir extrem ins Auge gestochen. Die fühlt sich wirklich mega wertig an. Und da sieht man, dass man sich jetzt aktuell in einer Kategorie befindet, wo die Winterjacke tatsächlich auch wahrscheinlich über mehrere Jahre hinweg auf jeden Fall hält und gut funktioniert. Alternativen in dieser Preiskategorie ist zum Beispiel diese Jacke hier von Tom Taylor. Eine Pufferjacket mit einer coolen Form, die es auch in vielen verschiedenen Farben gibt. Die nächste ist eine sportliche, klassische Jacke, die Air Jordan Puffer, angelehnt an die Basketballjacken von damals. Und die letzte Alternative kommt ebenfalls von der Marke G-Star, und zwar die G-Star Field Puffer Jacket, hat sehr viele Taschen, im Prinzip eine Puffer Jacket mit wirklich unglaublich vielen Taschen. G-Star mag anscheinend Taschen. Weiter geht's mit der Kategorie zwischen 200 und 300 Euro. Hier habe ich mir eine Jacke rausgesucht, die ich tatsächlich auch selbst behalten werde, und zwar eine Jacke von Hugo. Eine super entspannte Jacke, die man tatsächlich sportlich als auch elegant tragen kann und die hier und da kleine Details hat, wie zum Beispiel A, der Aufnäher auf der Brust, als auch das Highlight im Kragen. Alternativen in dieser Kategorie ist zum Beispiel diese Jacke hier von The North Face, hat versteckte Taschen und ist sehr schmal geschnitten. Die G-Star Pencil Case Jacke, die tatsächlich sehr stylo aussieht und auch hier wieder sehr viele Taschen hat. Und zum Schluss eine Puffer Jacket von Hilfiger, die ich auch echt cool finde, die es aber nicht ganz zum Top-Pick geschafft hat. Angekommen in der letzten Kategorie, ab 300 Euro aufwärts. Hier habe ich jetzt keinen Top-Pick rausgesucht, sondern ich habe euch eine Wishlist erstellt auf Amazon. Die verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Da könnt ihr einfach mal reinschauen. Da habe ich einfach nochmal zu jeder Kategorie ein paar Jacken zusammengestellt, die ich ganz cool finde. Also schaut auf jeden Fall mal da vorbei. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem heutigen Video etwas Inspiration liefern für die Auswahl eurer Winterjacken. Wie gesagt, ich habe alles unten in der Infobox verlinkt. Schaut da gerne vorbei. Ich wünsche euch auf diesem Wege einen wundervollen, gut beschützten, mit guten Winterjacken haltenden Winter. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Trotzdem auf diesem Wege einen schönen Winter.